Hui, buh. Okay. Ich fand's jetzt, ja, ich weiß nicht. Wie komme ich jetzt gerade darauf? Nee, eigentlich habe ich nur hingesetzt und Hui gesagt. Und dann kam mir der Gedanke, wenn ich jetzt auf Aufnahme drücke, dass ich spontan Hui Buh sage. Ja. Oh Mann. Kein Kommentar. Es ist jetzt gerade witziger, als was es sein dürfte oder sollte. Es ist so bescheuert. Oh Mann. Ah, nee, ich habe mich spontan zu entschieden, doch einfach so weiterzumachen. Wobei, halt, Moment, bevor ich weitermache. Wo ist die Tante mit der Weltenquests? Moment. Müsste die nicht eigentlich hier. Schatz auf der Ebene? Die ist. Eine Ebene über mir? Oh, okay. Dann kann ich jetzt nämlich den Bereich hier doch fertig machen. Jetzt bin ich eh gerade hier im Hotel, jetzt kann ich die Quest wieder annehmen von ihr. Von Soraya. Auch genannt Solala. Hi. Yugui-Song-Warnung. Was für ein Hinweis verbirgt sich hier? Ich bin bereit, jederzeit. Haha, du hast aber Ausdauer. Na gut, dann ziffern wir eben die Yugui-Song-Warnung. Leere Weisheit, gebunden an Moral, mit starken Muskeln und vereintem Herzen. All dies fließt in der Guili-Stätte zusammen. Im Text allein liest es sich wie eine Ermahnung für das tägliche Leben. Aber wo ist in diesem Satz nur der Hinweis auf den Schatz? Es hilft alles nichts, wir müssen den unbequemsten Weg gehen, wir haben es ja so gewollt. Diese sieben Passagen, die wir zuvor gefunden hatten, befanden sich alle irgendwie in Ruinen. Wir wissen nicht so genau, wo wir anfangen sollen, da wäre es wohl besser, wenn wir weiter in Ruinen suchen. Wo sollen wir nur suchen? Das alles soll ich einmal komplett durchsuchen? Wo sollen wir nur suchen? Okay, was das Suchgebiet angeht, lass uns erstmal in der Guide-Ebene verweilen. Du musst verstehen, ein Gelehrter wie ich kann mit einem Schritttempo doch gar nicht mithalten. Aber lasse ich dir das Durchsuchen der Ruinen. Solltest du etwas finden, komm zu mir zurück. Zurück zu mir und erzähl davon. Da wir gerade davon sprechen, ich habe in der Nähe eine Ruine entdeckt. Darin fand ich eine seltsame Scheibe mit Schriftzeichen darauf. Jener Zeit jedoch war ich noch mit anderen Studien beschäftigt und ich habe mich nicht intensiv damit befasst. Rückwirkend betrachtet hat die Scheibe aus der Ruine vielleicht etwas mit den Huizong-Warnungen zu tun. Wenn das so ist, mache ich eine Markierung für dich auf der Karte und du kannst dich dort einmal umsehen, wo du etwas findest. Ob du etwas findest. Okay, also Scheibe auf Stein legen und dann kann ich das auch entziffern. Vier Punkte. Sie hat die Dinger echt markiert. Wow, okay. Ich meine, die hat die auch noch so gefunden jetzt wieder. Die habe ich mir selber schon markiert. Ich wollte rauszoomen. Okay. Stimmt, ich muss auch noch da an dem Teich da vorne den einen Tempel angucken. Da gab es ja zwei Herausforderungen mit Schlüsseln. Die habe ich auch noch gar nicht gemacht gehabt. Diese Fake-Ass-Höhle da unten. Es gibt viel zu wenig Höhlen eigentlich in diesem Spiel. Fällt das eigentlich irgendwem auf? Tempel sind ja schön und gut mit Sphären, aber richtige Höhlen gibt es hier relativ wenig. Außer halt die beiden, ja, die ganz paar bei der Mine. So ein bisschen enttäuschend. Starten. Mit Zusammenhalt ist man unbeirrbar, komme was wolle. Muss die Entdeckung sein, von der Soraya gesprochen hat. Ja, nach müssen hier noch drei weitere Stellen sein. Also nochmal alles abbrennen. Yay. Sehen wir uns weiter um. Ja. Zusammenhalt ist man unbeirrbar, komme was da wolle. Okay. Dann möchte ich aber bitte ein bisschen Wind, Gott Ragu. Komme ich schneller vorwärts, wenn ich mich porte? Ja, komme ich. Okay. Immerhin etwas. Hatte ich eigentlich auf dem Berg die. Ja, doch, die Blume hatte ich abgeschossen, ganz oben auf dem Berg. Ich habe mittlerweile noch ein paar Kleinigkeiten gesehen, wenn ich offline rumgerannt bin. Die habe ich dann gemacht. Waren aber halt immer nur ein paar Kisten oder so. Mit irgendwelchen Mini-Rätseln. Starten. Weisheit ist wie Wasser. Es nährt das Leben und ist der Spiegel zur Selbstreflexion. Noch eine von den vier Mahnungen. Also noch zwei, die finden wir auch noch. Bla.
Okay, die Teleporter haben sie relativ gut gesetzt für diese Quest. Von mir aus, okay. Das akzeptiere ich dann ja doch noch so ein bisschen. Ein wenig zumindest. Boing. Entschlossenheit macht die Glieder bereit, zum richtigen Zeitpunkt zu handeln. Das ist noch so eine von den vier Mahnungen. Das muss demnach eine der Stellen sein, die wir suchen. Jetzt hier noch eine, was wohl dahinter steckt. Okay. Und wie gesagt, momentan, ich finde es. Es ist ein bisschen befreiend, ohne Webcam zu labern. Dass haben wir nicht andere dabei zuguckt, wie ich rede und was ich gerade nebenbei mache, wie zum Beispiel eine Nase bohren. Oder sonstige Kleinigkeiten. Ah, okay, ja. nee, wie gesagt. Nur nichts Schlimmes eigentlich nebenbei, aber es ist trotzdem so unangenehm manchmal. Moral ist wie ein Baum. Sie spendet Schatten und belebt ihre Umwelt. Okay. Vier Mahnungen, vier Ruinen. Das sind die vier Gebote. Müssten eigentlich 10 sein, aber egal. Das müsste alles sein, aber irgendwie haben wir bla. Erzählen wir Soraya erst einmal, das ist vielleicht eine Idee. Hat sie eine Idee? Okay. Wieso wird ihr Questpunkt bitteschön bevorzugt, wenn ich mich eher importen möchte für die Quest? Das ist ein bisschen nervig. Hi. Sie ist ein Archon, kann seinem Schicksal nicht entkommen. Vier Hinweise aus vier Ruinen. Vier Ruinen, vier Hinweise, genau wie die Guizong-Mahnung. Allerdings sind diese vier Sätze nur ein Ausdruck aus den Guizong-Mahnungen. Der Schlüssel zu einer korrekten Interpretation ist der Originaltext der Guizong-Mahnung. Diese vier Sätze dienen nur unterstützend. Man kann versuchen, diese fünf Absätze zu verbinden. Aber was bedeuten sie? Fließt zusammen? Zusammenfließen, das klingt so, als ob diese vier Absätze zusammen etwas anderes bedeuten könnten. Warte, jetzt erinnere ich mich. Jede einzelne der Mahnungen ist jeweils in einer bestimmten Ruine zu finden. Ich habe eine halbgare Theorie. Wenn man diese vier Mahnungen interpretieren will, muss man in jeder der jeweiligen Ruine. Über die genaue Interpretation muss ich allerdings noch einmal nachdenken. Du kannst dir auch Gedanken machen und wenn dir etwas Gutes einfällt, setzt es direkt in die Tat um. Du bist nicht wie ich. Eine schwächliche Gelehrte, die keiner Prise standhalten kann. Ich bin ja dich wirklich. So viel Ausdauer. Nun gut, ich werde darüber noch einmal nachdenken. Solltest du irgendwelche Entdeckungen machen, lass es mich wissen. Die letzte Ruine? Was? Miep? Was soll ich jetzt finden? Ich gehe mal unten zu dem Teilchen. Das sieht als nächstes irgendwie noch interessant aus mit den ganzen Golems. Vielleicht jetzt gehen die ganzen Golems in den Rampage-Mode, wo ich die Dinge aktiviert habe. Ach, okay, ja gut, meine Idee war gar nicht mal so falsch. Da ist ja die Platte. Habe ich vergessen gehabt, aber es war der naheliegendste Ort, finde ich. Jetzt gehen die alle an, oder? Oh fuck. Untersuchen. Was ist euer Problem? Ich habe euch nichts getan. I. Oh, okay. Achso, du bist gegen physische Angriffe ja eigentlich gewappnet, genau. Okay, Dodge Roll aller Dark Souls. Bis Bomben. Waren hier nicht. Waren hier nicht drei Kerle lebendig? Ne, zwei liegen noch Schrott rum. Okay. Doch nur zwei. Okay, ist lame. Ich dachte, es wären jetzt drei gewesen, mindestens. War da nicht gerade noch in der Sequenz drei Stück? Bin mir eigentlich relativ sicher, dass es drei Stück waren. Aber okay.
Naja. Ich hätte eventuell mal wechseln sollen. Machen wir einfach so. Sind auch wieder alle voll. Hopp. Geh wieder dahin. Wieder die Vorrichtung. Starten. Oh. Wasser abgelassen. Yay. Und die Kiste hat bitteschön vorher keiner gesehen. Oder die drei Kisten. Die hat man nur von oben eigentlich sehen können, noch nicht. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, aber theoretisch. Naja. Luxuriöse Truhe. Ist das der Schatz? Suchen wir so Reihe und erzählen die davon. Furchtbarflößende Berserkermaske. Aha. Überwältige Silber, bla bla bla. Mein, das sind 100 MP, glaube ich, jetzt durch die Kisten. Von daher, das ist gut. Links, bla. Okay, die Maske war das Beste. Hat die Maske gutes Setz drauf? Wahrscheinlich nicht. Bei meinem Glück. Angriff 6,3. Aha. Angriff, Crit, LP. Ist okay. LP 6,3. Crit, Schaden, Verteidigung. Okay. Bullshit. Okay. Kriege ich jetzt nochmal EP fürs Abschließen bei ihr. Zack. Hallo Soraya. Und habt ihr den Schatz gefunden? Gefunden? Der Ort, wo alles zusammenfließt. Los, also, dann ist es wirklich wie in den Guizong-Mahnungen beschrieben. Der Schatz ist an dem Ort, wo alles zusammenfließt. In der Mitte. Okay. Derjenige, der sich das Rätsel ausgedacht hat, muss Guizong bis zum Schluss treu gewesen sein. Auch wenn meine Heimat zerstört wurde, so werde ich die Guizong-Mahnung weitergeben. Okay, bist du ein Geist oder was? Derjenige, der die vier Mahnungen von Guizong niederschrieb, muss sein Volk zutiefst geliebt haben. Ich hoffe, dass ihr eigenes Volk gesegnet sei mit Weisheit, dass sie mit einem strengen inneren moralischen Kompass folgten und vereint gemeinsam ihre Heimat, die Guili-Stätte, verteidigten. Sie scheiterten dennoch. Eine wahrlich gütige Göttin. Ich würde sie wirklich gerne einmal sehen. Kann es sein, dass die Göttin vom Anfang des Spiels diese Göttin war und deswegen die Menschen jetzt hasst? Bestimmt, oder? Mir fällt doch gerade auf, eigentlich kann ich sogar das Mikro noch ein ganzes Stück nach unten holen. Weiter an mich ran. Aber dann hängt es halt in der Cam drinne. Außer ich packe die Cam, ja, an einen eigenen Cam-Arm und das Ganze dann halt ein bisschen schräger. Also anderer Winkel. Aber das ist zu viel Rumspielerei, glaube ich. Nur so nebenbei bemerkt. Eine wahrlich gütige Göttin. Eine Göttin als gütig zu beschreiben, geht eigentlich schon ein bisschen zu weit. Vor langer, langer Zeit lebte unter den Menschen wohl nicht doch so eine Göttin, die man als gütig bezeichnen könnte. Sie beschützte ihr Volk und wandelte gemeinsam mit ihnen Hand in Hand durch dieses Land. Wandelte, nicht wanderte. Doch, wandelte. Passt trotzdem. Ein so sanfter Archon, und am Ende war nichts mehr übrig, das es zu beschützen gab. Selbst die Befehle, die sie ihrem Volk gab, mussten mit einem Schatz verkauft werden. Wenn man mich fragt, verglichen mit diesen Gold- und Silberschätzen, sind diese Mahnungen der eigentliche Schatz. Wenn man aber die Leute wirklich wählen lassen würde, wie viele würden den greifbaren Schatz aufgeben und die Mahnung wählen? Ich nicht. Gespräch mit einem verstorbenen Gott. Wie viele EP waren das? 400 oder so, oder? Soraya, Gespräch mit einem verstorbenen Gott. Soll sie das sein? Nee, sie ist doch im Fleisch und Blut jetzt hier, oder? Nicht weiter fragen. Nee, wie viele EP habe ich jetzt bekommen? Mit 2000 hatte ich angefangen. Ich habe jetzt 4000. In gut. Ja, waren glaube ich 400 oder so, kann das sein? Nicht mehr, nicht weniger wahrscheinlich. Maximal 400. War halt eine relativ lange Quest sogar. So, die kann ich auch entfernen. Den auch. So. Ja, bis hierhin war ich. Hier wird nicht mehr viel sein, da bin ich auch schon zum Teil gewesen. Dann würde ich jetzt trotzdem hier hingehen. Und dann links unten auf den Berg hochgehen, nach oben hin runterlaufen. Und dann mich da hinten hin porten zum Teleportpunkt und dann rüberfliegen auf die andere Seite vom Berg. Irgendein Plan. Und dann gehe ich noch zu den Tempel am Teich hin.
Oder gehe ich direkt nach ganz oben? Ich glaube, von der Seite hier sind relativ viele Felsvorsprünge, wo man sich festhalten kann. Wenn ich das richtig sehe. Das könnte die bessere Idee eventuell sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie gesagt, wenn man mehrere Essensdinge auf einmal isst, kann man den Effekt stacken von der Zeit? Nee, oder? Wait. Die Insel da in der Luft, die ist ein bisschen schief, kann das sein? Apropos Insel in der Luft. Die ist echt schief. Ich stehe gerade, oder? Ja. Die Insel ist schief. Wieso ist sie schief? In dem Trailer für 1.1, da gab es auch irgendwie eine Fluginsel. Das ist glaube ich nicht die Insel da hinten, weil die über Mondstadt ist, aber ja, das könnte interessant werden. Wenn man nicht sogar auf diese Fluginsel schon in den Nive-Hauptquest-Dingern hinkommt. Okay, der Berg ist echt extrem gut zu besteigen von der Seite aus. Sieht gut aus. Achso, warte mal. Jetzt hier genau in der Mitte bei dem Stein war ein Schatz versteckt. Ist wahrscheinlich hier zwischen, oder? Nee. Doch noch ein Stück weiter oben. Ah, genau, hier ist der Stein. Der mittige. Das ganze Ding hier überhaupt noch hält und da und. Ich meine, die Leute, die da drunter sind, die sind schon so ein bisschen geisteskrank, oder? Wenn der Stein sich mal löst, dann ist das alles sonnen kaputt. Untersuchen. Geosiegel graben. Wertvolle Truhe. Okay. Rogestein 5 Geo. Ach, ich habe die direkt ins Inventar bekommen, damit die nicht runterfallen. Okay. Die haben mal mitgedacht. Nicht so wie bei einer gewissen anderen Insel damals, wo es dann ins Wasser gefallen ist und ich nicht bekommen habe. Das wiederum könnte jetzt eventuell. Okay. Eventuell schwer werden. Moment. Irgendwo da habe ich jetzt ein Ding hergestellt. Okay. Das sieht zwar irgendwie falsch aus, aber. Es funktioniert ja Gott sei Dank ganz gut. Ist das jetzt auch irgendwas? Nee. Wahrscheinlich gibt es oben ja nur so ein Panorama, genau. Panorama-Blick, oder? Mit einem Sitzplatz. Kurz aber, dass man hier so viele Vorsprünge hat, echt. Hätten sie arschiger machen können. Waren die Wände in Breath of the Wild deutlich schlimmer, muss ich sagen. Andererseits muss ich jetzt hier wieder runtergehen von der Kiste. Ja. Pew, pew. Jetzt nicht im Ernst, oder? Wow. Achso, nee, halt, die Truhe ist doch schon auf. Okay. Ich bin blind. Bin definitiv blind. Wie gesagt, Dienstag, nee, Mittwoch, Donnerstag, Freitag habe ich Schicht. Samstag habe ich nochmal frei. Habe ich wieder drei Schichten. 4., 5., 6., 8., 9., 10. Und am 11. gibt es den Patch. Es könnte ein bisschen blöd werden. Also ich habe effektiv noch die nächsten Ta paar Tage jetzt Zeit. Das heißt, ich muss da eigentlich durchziehen mit dem Spielen. Weil ich werde Level 41 werde ich nicht erreichen, glaube ich. 40 vielleicht noch gerade so. Wenn halt die ganzen Leute, die eigentlich vor mir schon so viel gespielt haben, jetzt erst Level 40, 41 erreichen, dann werden die jetzt wohl kaum, werde ich jetzt wohl kaum da aufholen können. War ich da hinten schon mal? Nee, oder? Dann war ich noch nicht. Wieso war ich da hinten noch nicht? War ich da doch? Ist auf jeden Fall eine Mission oder so. Oder ist das so ein Feuer? Abyss Mage. Okay, hier oben geht's auf jeden Fall.
Den Dingens. Einen Geoculus. Wenn hier oben jetzt kein Geoculus gewesen wäre, dann wüsste ich auch nicht. Bin oben. Warte, wer hat denn der ist hier noch? Ja, der ist hier in der Luft. Ob man von hier bis zum Schiff rüberkommt? Eventuell. Zack. Juhu. Die Items hätten wir auch ruhig geben können, direkt ins Inventar. So, und jetzt? Ach, warte mal, was ist das denn jetzt da für ein Berg? Ne, auf dem Berg war ich auch noch nicht. Ach, bin ich da nur rüber geflogen für den Teleportpunkt da hinten? Könnte sein. Darum habe ich hier. Ah, und da ist ein Geoculus in der Luft. Deswegen ist der Marker da auf der Karte auch. Okay. Ja, dann. Hui! Jetzt gehören da oben meinen Teleportpunkt gehabt, möchte ich anmerken. Also da auf der Ebene war ich. Hier wird nicht viel sein jetzt da in den Bergen, oder? Das höchste ist eine Truhe. Oder? Wait, jetzt sagt mir nicht, ich hätte hier viel einfacher auf den Berg kommen können. Moment. Gruppe. Hatcha Rose. Die heißt im Englischen übrigens, glaube ich, Suck Rose. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißt oder ob das nur ein Name ist, weil sie suckt, aber. Naja. Achso, nee, der ist nur für den Geoculus dann, okay. Ja, Raw hier, okay. Da dürfte nicht viel sein. Hier unten war ich. Kann ich jetzt den Berg hier runterlaufen? Hopp. Ich würde hier noch verwetten, dass Dandy hier oben irgendwo ist. Nochmal hier durch die ganze Gegend fliegen darf, durch Ränge. Würde sich anbieten. Was soll starten? Innerhalb von 30. Aha. Ja. Okay. Von mir aus. War dann doch recht simpel, das Ding. So eine kleine Tempelanlage oben drauf. Da dancen Helichole ab. Ach ja. Das war auch schon wieder. Okay. Muss ich das noch schneller machen oder reicht das so, wie ich es mache? Okay. Oh. Hi, Leute. Ein paar mehr Elektronen, glaube ich, ganz geil gewesen. Habe ich überhaupt den Vogel? Doch, habe ich. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Vogel gerufen gehabt. Aber die Schleimjobs braucht man ja auch eigentlich gar nicht, oder? Ich glaube, die Schleimdinger sind echt nur für den Main-Character, wenn ich bin hier. Eine hübsche Truhe. Yay. Okay. Den kann ich da mittlerweile wegnehmen dann. Ja, alles grau, obwohl hier eigentlich grün ist, aber okay. Von mir aus. Oh, fuck. Er hatte ohne keine Ausdauer mehr.
Ja, da hinten sind die Dinger, die kann ich aber erst weitermachen, wenn ich alle Geokulisse habe. Zack. Oh Gott. Das war knapp. So ein bisschen zumindest. Da ist nichts. Müsste drüber sein, oder? Ja. Sowas von drüber. Das Ganze noch Bewegungssteuerung, wie aller, ja, halt es da oben. Hier ist auch so ein Typi. Okay. Interessant. Und nochmal. Der hält aber viel aus. Wow. Der war nur einmalig, oder? Kann das sein? Markiere ihn trotzdem mal ganz kurz. Aber der war nur einmalig, glaube ich zumindest. Achso, warte mal. Hier unten ist schon wieder jetzt der andere Teich, oder? Ich auf die Karte gucke. Ja, hier ist schon wieder der Teich. Ja. Langsam zieht sich das hier zu. Wo ich war und wo ich nicht war. Langsam komme ich in die letzten Gebiete. Dip-di-di. Aber zumindest scheine ich heute Morgen wieder schlafen gehen zu können, weil, ja, eine nervigen Toilettengänge heute habe ich gehabt. Von daher dürfte wirklich schlafen heute Nacht. Heute Morgen. Oh, ich merke gerade aus, wie ich so einen leichten Müdigkeitsanfall bekomme. Aber ich will nicht um 3 Uhr aufstehen. Muss Mittwoch um 2 Uhr halt erst anfangen. 20 Uhr halt erst anfangen. Und da darf ich nicht vor 18 Uhr aufstehen eigentlich. Eigentlich nicht vor 17 Uhr, aber 18 Uhr ist, glaube ich, besser. Muss ja gucken, was ich mir zu essen hole an dem Abend. Das ist, ja, ab morgen, also ab dem 2. ist ja wieder Lockdown angesagt. Wer hätte es erwartet? Ich fand es sowieso schon so beschränkt von den Leuten, dass sie den Lockdown überhaupt erst wieder aufgelöst hatten, aber naja. Ich meine, ich will auch in Kurzarbeit. Ich will auch Corona-frei. Ich krieg's auch nicht. Das ist so, was mich ankotzt. Wieso muss ich einen Beruf haben, wo man offenbar essentiell wichtig ist? Der Sicherheitsdienst. Auf Sachen aufpassen. Also nicht so wichtig eigentlich, wenn keiner raus darf. Aber ja. Ja, wie gesagt, das halt. Und andere, keine Ahnung, die kriegen vielleicht sogar noch Sonderzulagen, weil sie rausgehen. Beziehungsweise manche sind ja auch der Meinung, man soll froh sein, dass man arbeiten darf. Aber ich denke mir in dem Moment eher so, wenn ich die Wahl habe zwischen ganz viel Freizeit, Homeoffice oder bezahltes Corona-Geld, dann nehme ich lieber das Corona-Geld. Ganz im Ernst. Da kann ich mich lieber streamen in der Zeit dann nebenbei. Hier ist eine komische Festung. Gegenüber der Festung oder. Nein, 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 ich will noch gar nicht so tief hier runter eigentlich. Was ist das? Eine Balliste? Balliste? Die ist kaputt. Cool. Ich setze hier mal einen Marker eben hin. Weil ich will den Berg erst noch machen, bevor ich jetzt. Vor allem, verdammt! Ich habe doch auf dem Weg hier nach unten gerade irgendwo Ballons zum Abschießen gesehen. Scheiße, wo sind die hin? Ah, verdammt! Komm ich da rein? Oh, guck. Das ist schon der normale Weg jetzt von. Also, von Leroy aus, genau. Hinweis zur Wartung des Guisong-Geschützes. Göttliche Fertigungskunst und unermüdliche handwerkliche Arbeit sind das Gerüst dieses Geräts. Im Laufe der Zeit sind aber Reparaturen nötig, um das Potenzial auch weiterhin ausschöpfen zu können. Sollte das Böse nach Jahrtausenden des Friedens wieder über das Land hereinfallen, muss ein geübter Handwerker dieses Gerät bedienen. Und künftige Nutzer, Balken und Flügel sind ordentlich zusammengelegt, im Lager zu finden. Sie sind robust und mit Lack überzogen, weisen daher Schmutz ab und halten Jahrtausende. Die Bolzen und Nägelfedern und Sehnen sind Kleinteile, die in einer
einzelnen Kiste aufbewahrt werden. Nimm, was du zur Verwahrung benötigst. Dies ist ein Bollwerk zum Schutz des Landes und muss mit äußerster Vorsicht gehandelt werden. Sorge für das Gerät, als wäre es ein Teil deines Körpers. Dieses Gerät ist von unschätzbarem Wert. Und das Ding ist kaputt. Der hat sich wieder sehr gut drum gekümmert, offenbar. Komm ich da jetzt rein? Aha, Moment. Doch nicht, okay. Es wäre jetzt so nett gewesen, wenn es echt ein Eingang gewesen wäre. Ah, hier ist ein Fenster, okay. Was würde ich hier nur ohne Klee tun? Mal im Ernst. Ich müsste, glaube ich, echt alles mit Amber aufbomben, oder? Ich meine, hierfür gibt es jetzt gerade 80 EP, wenn man das gefunden hat. Bleiben die gleich auf? Offenbar bleiben die auf, okay. Gut. Denn ist ein Schwabbelding. Ich bleib dabei. Irgendwo war hier gerade nämlich weiter oben, glaube ich, noch so ein Abschießding. Na, hier war die dumme Höhle, wo ich reingeguckt habe. Oder habe ich die Blumen abgeschossen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Blume habe ich nicht abgeschossen. Das wüsste ich jetzt, oder? Hopp, ich mal wieder nach oben eben. Und geh mal das Gebirge ganz schnell in die andere Richtung nochmal eben ab. Damit ich das abschließen kann. Warte. Ja, bis hierhin war ich. Ah, da ist die Blume. Da. So. Wer oder was hat mich gesehen? Ach nö. Ne, auf dich habe ich keinen Bock. Genau, hier bei dem Ding war ich. Sunyu Mausoleum. Das war beim See, das habe ich auch gemacht. Wow. An dem Berg ist irgendwas extrem am Buggen. Okay. Wieder weg. Hier unten war ich überall. Hier ist also nichts. Und da sind nur ein paar Eier überall versteckt. Und das war das Ding, was ich auch schon gesehen hatte. Hier runter ist auch nichts, glaube ich. Ne. Doch, da unten ist Fleisch. Hier ist Fleisch. Habe ich es getroffen? Ja, habe ich nicht. Okay, das Eichhörnchen ist auch abgehauen. Fuck. Ich dachte, das könnte ich mir noch einsammeln gehen. Dann werde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal hier in dem Loch weitermachen. Aber wahrscheinlich das mache ich heute wahrscheinlich doch nicht mehr. Okay. Mache ich dann morgen. Übermorgen. Wenn ich heute Morgen noch Smite jetzt durchsuche, dann muss ich es heute Abend nicht spielen. Habe ich heute Abend 8 Stunden mindestens wieder Spiel, was ich einplanen kann. Wobei, kommt halt darauf an, wann ich anfange immer. Da ich halt den richtigen Content nur aufnehme oder streame. Zwei mit einem Schlag, geil. Ich meine, es sind immer nur 20 IP, aber halt 20 IP sind halt hier auch relativ viel, wenn man halt noch ganz viele davon einsammeln kann. Okay, was ist das für eine Höhle?
So. Das sollte ich mir eigentlich merken können. Da halt jetzt auch war. Auch merken können. Das auch. Das auch. So. Hier ist noch so ein Vieh. Hi. Fühl dich von mir nicht gestört. Könntest du auch den Twist dazu machen? Danke. Lernt Slice. Oh. Mein Buch. Auch was Neues. Ja. Gott. So weit wollte ich eigentlich gar nicht erkunden bisher hier unten. Okay, da ist die Tempelanlage. War ich da oben schon? Den gucken wir jetzt einmal hier in dem Gebiet. Also. Vielleicht den noch markieren. Wie gesagt, eigentlich muss ich die nicht markieren, weil ich glaube, die sind alle auf der Karte drauf. Schwein ignoriere ich jetzt mal ganz kurz. Werde, was bist du denn? Oh, ihr seid normale. Normale Räuber und Banditen. Räuber. Diebe. Ja, summen kann ich so halbwegs. Ich glaube, das war's aber dann auch schon. Machen wir mal ein bisschen Peng Peng. Ist alles okay. Ich habe mein kleines Lasersystem. Komm, ich wenigstens eine Kiste für den Mist. Oh komm, nimm Basics. Die kleinen Slime, die tanken ja nichts. Nur der große. Nein, halt. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Hab ich das verbanden? Ach komm. Immer die unpraktischen Sets, die ich hier bekomme. Gut, dann. Ich festhalten, dass ich überall. Hier so war zumindest. Und in meinen. Ja, gut, da im Norden war ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen in der Beuge. Alles überhalb der Straßenmarken jetzt halt. Die Straße ist dichter als was sie aussieht, eigentlich auf der Karte. Auch gut. Ich habe schon wieder 38 Minuten. Ich wollte eigentlich Pause machen, schon wo ich da oben auf dem Berg mich geportet hatte. Verdammt. Gut, dann mache ich jetzt noch das Ding hier. Und hier ist nichts. Also, zweifache Plattform gleich Steinchen. Okay. Ist das ein Dieb oder ist das ein Typ, mit dem ich reden kann? Ne, mit dem kann ich reden. Okay. Könntest du bitte nicht abhauen? Danke. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? 1342. Aber ich glaube, ich möchte nicht weiter in den Kleebanner investieren. Weil. Ja. Das würde ich eh nicht bekommen. Also ein zweites Mal Klee. Und der C1-Skill ist, glaube ich, auch jetzt nicht. Ja, wobei. Funkelfunken. 120% Schaden nochmal irgendwie von irgendwas. Es könnte zwar doch stark sein, aber. Ich lasse es lieber. Ich spare mir das für den nächsten Banner auf. Das sah auch interessant aus. Bei Feng Chen, umherziehender Schwertkämpfer. Hi. Ich bin schon viel herumgekommen und habe dabei erstaunlich Gutes und Schlechtes gesehen. Bist du so nach Rache? Oder weißt du das? Nein. Großartig, ohne Rache ist die Welt doch ein viel schönerer Ort. Wir wissen, was du sagst, wenn ich ja sage. Oder weißt du das? Das Netz der Rachegelüste spannt sich um die ganze Welt. Wer könnte ihm entkommen? Als umherreisender Ritter in der Not bin ich schon auf so viele Ungerechtigkeiten gestoßen.
Rache verschafft Erleichterung, bringt aber keine endgültige Lösung. Sie ist ein Teufelskreis, dem man nur schwer entkommt. Es ist vielleicht mein Schicksal auf der Suche nach Gerechtigkeit. Ich habe das mittlerweile akzeptiert, aber. Aber was? Nun ja, ich habe schon seit Tagen nicht mehr gesessen. Könntest du mir vielleicht etwas abgeben? Ich hätte gerne einen Mora-Medaillon, einen Eichhörnchenfisch, ein Vollmondei, einen Pürklopf mit Matsutake, kalte Geflügelhäppchen und Javelensuppe. Was von hätte ich wohl am liebsten? Das muss ich gut überlegen. Ist. Okay. Aber weißt du das? Blabla. Aber. Wegen der fahrenden Ritter. Wie die Welt jetzt ist, sind die fahrenden Ritter, die Heldentat vollbringen, immer weniger geworden. Und die, wie ich, Gerechtigkeit begehren, sind noch weniger geworden. Glaube nicht, Dinge sind Geschichten, die von diesem Dorftrottel in den Bergen erzählt werden. Diesen Dorftrottel? Das sind keine wahren Helden. Ich habe meine Erlebnisse hier aufgeschrieben. Sieh sie dir an. Sie sollten ausreichen, um meinen Namen reinzuwaschen. Eine Streuung aus Gedanken. Okay. Cool Story, Bro. Das linke Ding, da habe ich gemacht. Die rechte Seite lasse ich nochmal in Ruhe. Der hat mich jetzt schon wieder. Die haben mich nicht getriggert. Ach, der Pommel hier vorne. Wo auch immer das Ding hinschießt. Jo. Ich habe übrigens ja nochmal wieder Bedenken gehabt wegen einer RTX 3080 und einer AMD irgendwas. Also die AMD schneidet wohl offenbar an sich besser ab, was Performance angeht momentan. Aber halt bisher glaube ich ohne Raytracing. Da könnte halt Nvidia halt besser sein. Raytracing an sich interessiert mich jetzt erstmal nicht. Aber. Hallo? Wie gesagt, Raytracing an sich ist uninteressant für mich momentan. Weil dann könnte das Spiel ein bisschen hart werden. Aber was mich halt eher dann interessiert an dem Punkt ist RTX Voice, beziehungsweise die RTX Studio App. Der Greenscreen-Effekt, der könnte interessant sein. Der würde im Endeffekt meinen 150 Euro Greenscreen irgendwie. Okay, ich habe nur 100. Nee, ich habe. Wie viel habe ich bezahlt? Ich habe 90 oder 100 bezahlt, glaube ich nur. Mit Rabatten halt. Aber den würde er halt obsolet machen. Obsolent? War das das Wort? Ich nutze manchmal Wörter und weiß nicht, ob sie das heißen. Ich höre sie nur im Zusammenhang und denke mir, dass sie richtig sind. Moment. Obsolent. Obsolet. Nee, ohne T-N. Brauch, Häufigkeit, Wortart, bla, Worttrennung. Nicht mehr gebräuchlich, nicht mehr üblich, veraltet. Überflüssig. Okay. Ich habe sogar richtig benutzt. Warte mal, den habe ich eingesammelt, ganz oben auf dem Berg. Den habe ich eingesammelt. Hey, hier sind jetzt wieder relativ viele Geokulusse gleich auf einem Schlag. Vier Stück. Zwei auf der Straße und zwei auf den Bergen darunter. Nur so zur Info. Nebenbei. Ja. Jetzt kann ich auch einen 45-Minuten-Part machen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich die Aufnahme stoppen wollte eigentlich. Ja, wie gesagt, ich würde halt obsolet machen. Das klingt so falsch, das Wort irgendwie. Wenn ich es öfter nenne. Aber okay. Ja, den wird es halt überflüssig machen. RTX Voice ist nett, damit ich das Tastaturgedrücke und das Gamepad-Gehämmere hier rausfiltern kann. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und. Ja. Das war das andere noch. Das andere war Kamera. Control, dass meine Kamera halt mir folgt. Vom Bild her. Das möchte ich eigentlich gar nicht haben, so wirklich, weil das eigentlich in die Richtung geht, ich kann nicht mal kurz aus dem Bild verschwinden. Und der, ja gut, zusammen mit dem Greenscreen-Effekt ist das halt gut. Aber wenn ich halt den Greenscreen selber hingestellt habe und den Kamerabereich zugeschnitten habe, dann wird das Ganze ein bisschen friemelig. Also jetzt bin ich in der Höhle unten drinne. Okay. Naja. Also ich hatte mich auf die 3080 eingestellt, weil ich kann mich bisher bei Nvidia-Karten nicht beklagen. Bisher hatte ich nie Probleme damit. Außer halt mit G-Sync. Das wäre halt auch der andere Punkt, der halt für AMD spricht, dass ich halt
vernünftig einfach irgendeinen Monitor kaufen kann mit AMD FreeSync-Funktion halt. Ich hab's eh meistens aus. Aber ich fühle mich besser, wenn ich weiß, dass ich diese Funktion habe. Weiß nicht. Klingt wieder bescheuert. Aber naja. So tick ich halt, was das angeht. Diese extra Funktion. Ich glaube nicht, dass ich mit einer 3080 wirklich sowas brauche in der Richtung. Mit Frames angleichen an die Herzzahl. Naja, gut. Ich mache jetzt kurz und schmerzlos ein Ciao, weil es wird mir sonst zu lang für so eine lokale Aufnahme. Mittlerweile zumindest. Bis dann.